Dieses Video freut mich besonders, denn wir fragen uns in der Community ja immer, was hat ein Use Case, weshalb braucht es diese Kryptowährung oder diese Blockchain, was kann man denn damit wirklich machen in der realen Welt, geht es einfach nur darum, schnell reich zu werden, hat das denn wirklich Substanz dahinter, helfen wir damit wirklich auch den Menschen, was ja eigentlich auch mal angedacht ist, zumindest in einem Teil. Und ja, wir haben auch wenige Projekte, Produkte, Blockchains da draußen, die wirklich einen echten Nutzen haben. Also die mit Abstand meisten haben eigentlich heute noch keinen. Das heißt aber nicht, dass sie schlecht sind, weil sie keinen haben. Das kann natürlich gut sein, dass sie noch welchen bekommen. Die zwei prominentesten sind natürlich Bitcoin und Ethereum, wobei Bitcoin eher so als Store of Value angeschaut wird, als Investment Vehicle, als Asset, als sicherstes Netzwerk der Welt, als Basislayer für ja, das sicherste Transfermittel jetzt in der Blockchain, zumindest heute noch. Und dann haben wir Ethereum, wo die ganzen Smart-Kontrakte drauf aufgebaut werden, der ganze DeFi-Sektor, NFT, zumindest weit über 90%. Die meisten Entwickler hat Ethereum. Da haben wir ein Ökosystem, das wirklich auch einen Use Case hat. Was uns aber noch ein bisschen fehlt, ist etwas, was wirklich den Menschen einen direkten Nutzen bringt. Natürlich hat man beim Bitcoin auch die Möglichkeit, dass wenn man Glück hat und an Bitcoin rankommt oder man sich sogar in Bitcoin bezahlen lässt, dass man da, wenn man, gerade wenn man in einem Land ist, was von Inflation geplagt ist, da gibt es ja ein paar Beispiele leider, dass man da dann mit Bitcoin eine Sicherheit hat. Aber das, was wirklich zählt, ist dann schlussendlich auch, was bringt dann schlussendlich jetzt neben diesem einen Use Case eben die Blockchain noch für Menschen. Und da kommt Cardano Africa ins Spiel. Das war vorgestern ausgestrahlt worden, ist ein Video auf YouTube, das gut 2,5 Stunden dauert. Ich habe das hier zusammengefasst, aggregiert für euch und das Wesentliche daraus erzähle ich euch. Doch bevor wir starten, möchte ich ein paar Vorurteile, wo vielleicht viele Menschen haben hier in Europa gegenüber Afrika, damit ein bisschen aufräumen. Das leider halt auch wieder das, was meistens in den Medien gezeigt wird, nämlich Armut, Elend, Krieg, ja, Korruption und so weiter. Also Korruption haben wir übrigens bei uns genauso, einfach viel versteckter und wir haben viel mehr Geld, deshalb fällt das nicht immer so aus. Auf und auch nicht so ins Gewicht. Aber ja, dass Afrika aufsteigend ist, ich denke, ich hoffe, das haben die meisten schon begriffen und mitbekommen, was dort wirklich abgeht. Die haben einen sehr großen Vorteil bei der Entwicklung ihres Kontinents gegenüber Europa, Asien und den USA. Und zwar ist das der Vorteil, dass sie eigentlich mehr oder weniger offen sind für das, was kommt, weil sie nicht einen Status quo haben, weil sie nicht eine Technologie haben, Strukturen haben, die gefestigt sind und die man ja nicht ändern will. Man muss was machen, man will was machen und man braucht dafür eine neue Lösung, weil sie haben eigentlich noch gar keine richtige Lösung. Ganz im Gegenteil, jetzt zum Beispiel auch bei uns. Wir haben Lösungen, wir haben Tech-Giganten, die da sind, weil sie hier Geld verdienen können. In Afrika können sie halt nicht so viel Geld verdienen, ist also eher weniger attraktiv. Und dieser Status quo, den wir haben, der wird natürlich geschützt. Weil was soll man denn ändern, wenn es ja funktioniert? Dieser Spruch ist ja immer das Beste. Ja, haben wir schon immer so gemacht und es funktioniert. Das ist eigentlich der Killer einer jeden Innovation und jeden Fortschritts. Und zumindest Killer vielleicht nicht, aber es dauert dann einfach Generationen zum Teil, bis man wirklich Fortschritt haben kann. Und das bei Afrika einfach ganz anders. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass das Durchschnittsalter in Europa relativ hoch ist, also von 43 bis 47 Jahre. In Afrika reden wir von 31 bis 32 Jahre. Wir haben also da eine ganz andere Bevölkerungsschicht, die auch viel offener ist demgegenüber. Viele haben ein Smartphone, sie haben nicht überall Internet. Dort, wo sie aber Internet haben, ist es meist sogar besser als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also ich war schon ein paar Mal mit dem Zug unterwegs. Das war ja wirklich also Katastrophe. Also ich weiß nicht, ja, also in den Städten geht es ja gerade noch mit Internet, aber wenn ich so ein bisschen die Stadt verlasse oder einen Bahnhof, dann ist da wirklich einfach nur schlimm. Und ja, habe gehört, dass es in Afrika schon jetzt besser ist. Natürlich hat man abgelegene Regionen und
das ist eigentlich auch gerade das Stichwort. Sie gehen nicht hin, also Cardano geht nicht hin, hat jetzt einen Deal eben mit der äthiopischen Regierung, mit dem Ministerium für Bildung, wo sie 5 Millionen digitale Identitäten ausgeben wollen auf der Cardano-Blockchain, damit dann eben dort die Studenten auch registriert sind, damit sie sich ausweisen können. Das zieht dann viel, viel weitere Kreise. Also schlussendlich sollen es etwa 100 Millionen Menschen sein, die man mit dieser digitalen Identität ausstatten will. Nicht nur in Äthiopien, es gibt auch ganz andere Länder, die in Afrika mitmachen werden und noch wollen. Äthiopien ist jetzt einfach ein offizieller Deal und da startet man mal. Und bevor man eben das macht, schaut man, dass die Leute dort Strom haben, dass sie Internetanschluss haben, dass sie Wi-Fi haben, was sie auch bezahlen können, denn dort, wo sie haben, ist es zum Teil noch zu teuer. Und das ist das Erste, was man macht. Und man hat nicht nur erst unterschrieben einen Vertrag, sondern man hat auch schon länger arbeitet man daran, man entwickelt daran. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach sagt, jetzt haben wir eine neue Partnerschaft, schön. Sondern man ist wirklich echt dran. Das schauen wir dann nachher auch noch an. Ja, und vielleicht zum nochmals auf die Vorurteile, die vielleicht die Menschen haben gegenüber Afrika, also die Menschen bei uns haben, zu ein bisschen abzuschwächen. Das Land Estonia, also Estland, hat sich ja in den 90er Jahren von dem russischen Block abgespaltet und die haben quasi bei Null angefangen. Wenn ihr heute schaut, wie sie sich entwickelt haben, gerade im digitalen Sektor, also Digitalisierung in Estland ist viel weiter als bei uns in Europa oder in den USA. Und das heißt ja schon was. Das ist ja eben auch, die hatten eine ganz andere Ausgangslage. Die mussten keinen Status quo schützen, die hatten nicht Legacy-Systeme, also veraltete oder alte Systeme, die sie einfach so nicht hergeben wollten. Ich meine, ich komme aus der IT, ich sehe das immer wieder, wie lange man an veralteten Systemen festhalten will, nur weil vielleicht die Leute, die was zu sagen haben, das nicht ändern wollen. Und das dauert einfach ewig, bis man da mal was Neues hat. Und wenn man mal was Neues hat, dann ist das auch schon wieder veraltet. Und da hat man halt eben in einem Land wie Afrika, was wirklich will, was wissbegierig ist, was voranschreiten will, was Aussagen kommen von der Regierung, wir wollen die Ersten sein, die die Blockchain-Technologie integriert hat, wir wollen darauf aufbauen, wir wollen weiterkommen, wir wollen uns entwickeln. Das ist einfach eine andere Ausgangslage. Da wird nicht zuerst mal so skeptisch, ah, Blockchain, ah, Bitcoin, ah, sondern da ist man einfach offen für die Technologie, weil man hat begriffen, dass man dank dieser Technologie eben weiterkommen kann. Gerade in einem Land, wo die, ja, ich glaube, fast die Hälfte der Bevölkerung ist gar nicht richtig registriert. Also man weiß gar nicht, wer das ist. Man hat keine Ahnung, was macht diese Person? Hat sie jemals eine Ausbildung gehabt? Sei das jetzt Studium oder sonst was gelernt? Dann ist natürlich dann die Frage, kann diese Person sich irgendwie finanzielle Dienste leisten, bekommt sie vielleicht einen Kredit, weil sie ja was anbieten kann in Form, was sie eben kann, was sie einen Mehrwert für die Gesellschaft hat und das alles sich schon nur mal ausweisen können, wer man ist und dann noch ausweisen können, was man gemacht hat und was man für Skills hat. Ist man von Nutzen für jemanden? Ist man zum Beispiel kreditwürdig? Hat man Landbesitz und so weiter. Das ist dort ja, bis heute eigentlich in sehr, sehr vielen Orten Fremdort und das will man eben verbessern. Und das ist natürlich ganz klar, die Bildung, dann eben auch das Wissen, wer die Personen sind, auch gegenseitig, wenn man Geschäfte macht, das ist das, was dann den Fortschritt eigentlich auch in Afrika eben bringen wird. Und da sind sie schon ziemlich weit und jetzt möchten sie eben den nächsten Schritt gehen und sind, wie gesagt, sehr offen dafür. Also, mein Appell an euch eigentlich, vergisst das Bild, was man vielleicht hat von Afrika, eben Elend, Hunger und so weiter. Natürlich gibt es das dort immer noch. Es geht hier nicht darum, dass man das jetzt kleinredet, aber dass man eben auch schaut, was da eigentlich abgeht, was da eigentlich kommt, welche Welle da kommt. Und ja, ich denke, das ist vielen nicht bewusst. Hier in diesem Video schauen wir uns kurz an, wie der Minister in Sachen Bildung von Äthiopien darüber spricht, weshalb das so wichtig ist, dass man eine Identität hat und eben, dass man
dass die Ausbildung und die Digitalisierung generell in Afrika sehr, sehr wichtig ist. Ich zeige nicht den ganzen Ausschnitt, weil es ist auf Englisch, einfach damit ihr auch gesehen habt, dass da wirklich jemand dahinter ist, dass das nicht einfach nur irgendwas ist, was Cardano erzählt, aber ihr könnt euch gerne auch das ganze Video anschauen, dann bekommt ihr wirklich einen guten Eindruck davon. So, Minister, how did this initiative come about? For the last 5 years or so, I was serving as a Minister of Science and Technology, then as a Minister of Innovation and Technology before coming to the Minister of Education. So when I was a Minister of Science and Technology, we had this engagement with IOHK, and it's all. Also er war vorhin ja technischer, ich sag mal Minister, also Technologie, Digitalisierung ist für ihn kein Fremdwort. Es ist natürlich auch naheliegend, dass dann so jemand dann auch vielleicht auf die Blockchain aufspringt. It was my intention back then to bring new technologies and of course it's also my responsibility to bring in new technologies and one of the new technologies that I wanted to see in Ethiopia was a blockchain technology. With IOHK, we managed to conduct some trainings for girls. Genau, und er sagt eben auch, dass er mit der Cardano Foundation, mit IOG jetzt neu, er sagt hier noch IOHK, das ist der alte Name, heute heißt es Input-Output Global und nicht mehr Hongkong. Genau, da seht ihr einfach mal, wer das ist, dass er eben darüber auch spricht und wie das Ganze ein bisschen auch ausschaut, eben wegen der digitalen Identität, das schauen wir uns kurz an hier an einem Beispiel. Übrigens nur noch kurz, vielleicht für die, die da nicht so ortskundig sind, Afrika war für mich auch nicht so klar, obwohl ich einen Onkel habe, der sehr, sehr viele Jahre in Südafrika gelebt hat und gearbeitet hat. Genau, also hier Äthiopien auf der östlichen Seite von Afrika, etwa in der Mitte. Und da ist eben Addis Abeba. Und das ist dann die Hauptstadt. Da spielt sich eigentlich das Ganze auch ab. Und wenn wir dann weitergehen hier, was Cardano eben noch macht, sie sind auch in Südafrika genau im gleichen tätig, in Sambia, Tansania und so weiter sind sie eben auch tätig. Ich habe auch so indirekten Kontakt nach Namibia, wo es auch darum geht, auch Cardano Staking zum Beispiel zu betreiben. Dort hat es eine Frau, die das alles managt, die dort eben auch die Frauen vor Ort, ja, das ist vielleicht auch noch wichtig, habe ich gar nicht erwähnt. In diesem Land sind einfach vor allem die Frauen die treibende Kraft. Das ist auch das Land, wo die meisten Frauen Startups gründen von der ganzen Welt, also alle Frauen, die Startups gründen, sind die meisten aus Afrika und das sind eigentlich auch die, die wirklich was machen. In vielen Teilen, ist nicht überall so, aber in vielen Teilen von Afrika ist es so, dass die Frauen arbeiten, zu den Kindern schauen, alles managen und die Männer teilweise nur faul rumhocken. Das ist wirklich so, also ja, wir haben immer das Gefühl, die Männer, die arbeiten, die Frauen sind zu Hause, nee, haben wir hoffentlich nicht mehr das Gefühl. Ich hoffe, dass man endlich da wegkommt. Ich weiß, es gibt leider immer noch Leute, die so denken oder Männer, die so denken und ja, Steinzeit denken, aber gibt es halt immer noch. Ja, aber hier ist eben, wie gesagt, die Frau eigentlich die Power hat, die das Ganze macht. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und generell kommen die meisten Startups aus Afrika momentan. Also ihr seht schon dort das Potenzial, ihr seht, was dort wirklich passiert. Wir gehen mal zu der digitalen Identität, weil die Frage ist ja immer, ja, wieso braucht es dafür eine Blockchain? Wieso braucht es überhaupt eine digitale Identität? Ich habe ja meinen Ausweis dabei und so. Ich meine, einen Ausweis hast du immer noch, ob jetzt der auf dem Smartphone als zum Beispiel QR-Code ist oder immer noch eine Karte hast. Wichtig ist ja immer, wie können zum Beispiel Behörden oder wie kann jemand, der dir was, ja, mit dir ein Geschäft eingehen will oder dir vertrauen möchte geschäftlich, wie kann der eigentlich sagen, dass du wirklich der bist, für den du dich ausgibst, dass du wirklich auch den Hintergrund hast, den du vorgibst zu haben, die Erfahrungen und so weiter. Wir können natürlich sagen, ja, wir können das ja auf einem zentralen System, einer Datenbank, bei einer Regierung hosten, das ist ja kein Problem. Ja, aber dann haben wir schon wieder das Problem. Wir sehen das in Europa sehr stark oder auch in den USA. Wir haben so viele verschiedene Systeme, die sind nicht kompatibel untereinander.
wir schwatzen irgendwie miteinander und verstehen uns trotzdem nicht, weil wir haben dann nicht alle Daten und bis wir da mal einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, dass wir einen Datenaustausch haben, der wirklich funktioniert, global, das gibt es glaube ich schon gar nicht, vielleicht langsam jetzt im Bankenwesen, aber für solche Dinge nicht. Wenn du irgendwo im Ausland bist, zeigst einen Polizisten oder wem auch immer deinen Ausweis, dann sagt der, schaut er drauf, ja, sieht echt aus, ich meine, was will er tun? Er hat meistens kein System, was er einfach die Nummer eingeben kann und dann wird ihm das bestätigt. Aber weil du eine, wenn du eine öffentliche Blockchain verwendest, ist das erstens mal manipulationssicher, dass nicht irgendeiner, der zum Beispiel diese Datenbank lokal hackt, deine Identität klauen kann oder manipulieren kann, verändern kann. Die Identität ist ein ganz anderer Punkt, wenn wir Systeme integriert haben, die weltweit alle für sich andere Systeme verwenden. Wenn wir das mal schaffen, dann ist das nicht Frage, wie schaffen wir das, dass die Integrität wirklich gewährleistet ist. In einer Blockchain haben wir das einfach, weil das ist die Blockchain-Technologie. Natürlich muss sie relativ dezentral sein, sollte nicht rein dezentral sein, weil sonst ist dann auch wieder wie eine Datenbank. Aber so kann eigentlich jeder auf der Blockchain nachprüfen, ja, euer Ausweis ist echt. Es ist nicht so, für die, die jetzt vielleicht denken, ah, dann sind meine ganzen Daten alle in der Blockchain. Nein, das ist eigentlich nur so ein Hash. Und mit diesem Hash kann man aber eben verifizieren, ob du du bist, ob dein Ausweis echt ist, ob dein QR-Code wirklich auf deinem Smartphone du, also zu dir gehört. Man kann aber nicht sehen, was du für Daten hast. Die Daten gibst dann schon immer noch du selbst raus. Nur das, was du rausgibst, ist dann auch verfügbar, aber eben verifizierbar verfügbar. Und das ist der große Unterschied bei einer Blockchain. Schauen wir uns das jetzt mal an. Wo habe ich hier? Genau, das hier. Atala Prism. Das setzt auf Cardano auf. Ist auch von, ja, von IOHG ins Leben gerufen worden. Und hier sehen wir zum Beispiel so eine digitale ID, wie sie zum Beispiel Government ID, also wie sie zum Beispiel von der Regierung herausgegeben wird, ist natürlich immer noch so, dass irgendwie, ihr müsst euch registrieren, am besten ist das natürlich bei der Geburt, werdet ihr registriert, aber das ist natürlich nur bei uns normal und üblich, das ist in Afrika nicht unbedingt üblich, dass wenn jemand 10 Kinder hat, dass die alle registriert sind. Das heißt, du wirst vielleicht mal erwachsen, vielleicht, also du wirst ja hoffentlich erwachsen. Dann gehst du irgendwie vielleicht mal zur Schule und möchtest dich weiterentwickeln. Dann suchst du vielleicht irgendwie, wo du in eine Stadt kommst, wo es eine Universität hat oder wo du bei jemandem was lernen kannst. Und irgendwann möchtest du dann weiterkommen und dann musst du dich irgendwann mal ausweisen können. Und da muss dir eine Regierung zum Beispiel hier eine digitale Identität in diesem Sinn ausstellen. Und wenn du die mal hast, dann hast du das Wichtigste schon mal. Man weiß, wer du bist, du kannst wirklich zweifelsfrei dich identifizieren als wirklich dich. Und du kannst dann eben, wenn du hier ein Studium besuchst, denke, das ist das hier, zur Universität gehst, hast du dort deine Zeugnisse drin, du hast dort deine Abschlüsse, du hast deine Arbeiten, das alles verknüpft mit deiner ID. Das kannst du dann wiederum vorweisen, wenn du hier zum Beispiel... Nein, das ist die Autorität, die das ausstellt. Genau, Moment, ich muss ein bisschen schauen, was das ist. Genau, das ist das Government, genau, die Regierung stellt sie aus, dann gehst du in die Schule, dann hast du dort die ganze Historie, dann geht es zum Beispiel dich bewerben für einen Job, dann heißt ja, was haben sie denn für Skills, haben sie irgendwelche Abschlüsse und das ist alles immer mit deiner Identität, deiner digitalen Identität verknüpft. Einwandfrei, auch zum Beispiel dann, wenn du Arbeitszeugnisse bekommst, das ist bei uns ja auch ein Problem. Es gibt immer wieder Leute, die fälschen ihre Arbeitszeugnisse, damit sie einen guten Job bekommen, den sie vielleicht sonst nicht bekommen hätten, wenn man die Historie kennen würde. Es machen sich nicht alle die Mühe und rufen deine Referenzen an oder deinen ehemaligen Arbeitgeber und fragt, ja sag mal, ist das wirklich wahr? Hier steht das und das im Arbeitszeugnis, ist das wahr? Und das machen viele nicht. Und da haben wir auch schon Fälle gehabt, habe ich selber schon erlebt, wo das einfach gefaked war. Und das kannst du so nicht mehr. Natürlich, du kannst immer irgendwie betrügen, aber es wird einfach extrem erschwert dank der Blockchain. Und dann hast du hier natürlich dann, was ist das? Genau, du hast zum Beispiel deine Versicherung, du hast zum Beispiel eine Krankenkasse, Haftpflicht, was auch immer. Und auch das ist immer mit deiner digitalen Identität verknüpft. Und das kann dann jeder wirklich
dem du das geben willst, die Information, kann die überprüfen, ob die passen. Und das ist der große Vorteil. Und wir reden hier eben von einem Entwicklungsland, was halt das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man das hat, nicht wie bei uns. Also über die Effizienz, die können wir streiten, die ist ganz sicher weit weg von richtig effizient. Und somit mit so einer Lösung, wo man eben wirklich quasi von null anfangen kann, ja, kann das sicher eine gute Sache werden. Damit ich ja das überhaupt umsetzen kann, brauche ich Zugang zu einer digitalen Infrastruktur. Ich brauche Wi-Fi, ich brauche über mein Smartphone brauche ich ja Verbindung zum Internet, weil nur so komme ich ja in die Blockchain. Natürlich, ich kann einen Node laufen lassen, aber auch der, irgendwas muss verbunden sein. Und wir wollen ja nicht einem einzelnen Node vertrauen, sondern wir wollen ja schauen, dass es wirklich funktioniert, also dass wirklich die Daten echt sind, die eben in der Blockchain sind. Und da kommt eigentlich etwas Wichtiges, eine wichtige Partnerschaft von Cardano zum Zuge, und das ist hier, und zwar World Mobile. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, in ganz Afrika auch an den entlegensten Orten Wi-Fi zur Verfügung zu stellen. Also, dass du wirklich WLAN hast, dass die Leute, die meisten haben ja ein Smartphone dort, die wirklich auch dann Konnektivität haben, damit sie telefonieren können, damit sie eben auch die Wallets verwenden können, damit sie die Identität ja auch auf ihrem Handy dann zeigen können, und wer das dann gerne überprüfen möchte, kann das auch direkt tun und nicht, ja gut, ja, hier haben wir nirgends Empfang, sorry, kann dir nichts zeigen und kannst auch nichts abfragen. Und ja, und das ist genau wichtig. Und wichtig ist nicht nur, dass die Leute dort überall eben auch Zugang zum Internet haben, sondern dass es auch bezahlbar ist. Das ist ein weiterer Punkt. Auch das ist ganz wichtig hier, dass man hier zuerst den Grundstein, die Basis dafür legt, damit man eben in allen Gebieten von Afrika, dass man niemand ausschließt, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, über den digitalen Weg Zugang zu diesen Services zu bekommen. Und auch schlussendlich dann die ähnlichen Chancen hat wie alle anderen. Natürlich in den Städten ist es ein bisschen anders, da hatten sie eine sehr gute Infrastruktur, da ist teilweise sogar einiges besser als in Deutschland. Und das muss eben bezahlbar sein und es muss eben vorhanden sein. Und das macht hier World Mobile. Wir können hier noch kurz ein Video reinschauen. Genau, er redet hier auch von dem. Ich muss schnell selber hören. Financial institutions to also record financial transactions. This is just the start. Local banks and micro-lending institutions will be able to verify the citizens and provide financial services. I was inspired to join IOG really because of Charles's vision for financial inclusion. Over a billion people on this planet do not have access to financial services, and over half of those. Also er sagt jetzt auch, dass eben er inspiriert worden ist durch das Ganze, was auch Charles Hoskinson mit Afrika und so weiter vorhat, mit der Lösung hier. Es geht da hier nicht um einen Bezahlcoin, sondern wirklich um eine Lösung, dass die Menschen sich ausweisen können. Dass über eine Milliarde haben gar keine, also über eine Milliarde Menschen haben gar keinen Zugang zum Finanzsystem, und die Hälfte davon, sagt er, ist in Afrika, und das ist natürlich das Potenzial riesig. From Africa, in developing countries. People don't are unable to really access financial services for two reasons. Firstly, they don't have an identity that's required to be able to go and open a bank account. Secondly, they're not able to use their informal credit history that they might have got from getting a loan from your local shopkeeper or. Der sagt hier auch, das größte Problem ist eigentlich, dass der Zugang nicht da ist, weil sie sich nicht ausweisen können, weil sie keine Identität besitzen. Und der zweite Punkt ist, weil sie eben die zum Beispiel Kreditwürdigkeit nicht zeigen können. Also sei das, ob sie mal von irgendjemandem was geborgt bekommen haben, das wieder zurückgegeben haben, ob vielleicht einer, der bei ihnen lokal ist, ein Geschäft, ihnen was gut geschrieben hat und sie das später zurückbezahlt haben. Also die Kreditwürdigkeit in diesem Sinne ist ein bisschen anders als bei uns noch immer. Und ja, das sind die Hauptpunkte, die man da eben hat.
Jetzt sehen wir, wie das ausschaut, wenn World Mobile eben vor Ort ist und Installationen vornimmt. Das wäre auch noch wichtig, dass man sieht, dass wirklich was im Gange. Das macht man schon heute. Das sind nicht Cardano, die haben einfach eine Partnerschaft mit Cardano oder umgekehrt. Und die sind eben schon bereits daran, die Basis zu legen, dass man eben so eine quasi wirklich eine nationale, internationale digitale Identität eben schaffen kann, dass man eben verbunden ist mit dem Internet. COVID-19 literally proved for the world that having access to the Internet can keep the world going on and on and on. Now, why did some people in this world have access to keep their lives going and others were just confined to not having access to that? And that's just not fair. Legacy infrastructure has left half the world offline. There's 1,000 mobile network operators serving 5.5 billion people. There's zero. Da sieht man eben auch wieder, dass halt die großen, die Telekom-Anbieter nur daran interessiert sind, dorthin zu gehen, wo sie auch Profite machen können und die abgelegenen Regionen einfach vergessen. Das ist ein bisschen, zum Beispiel auch etwas, was ja Elon Musk mit dem Starlink-Netzwerk eben ändern möchte, dass man überall auf der Welt direkt auch Verbindung zum Internet hat. Also da gibt es mehrere, die da eben helfen, wirklich das Ganze global zu machen, weil ich sage mal, wer heute komplett digital abgeschnitten ist, hat einfach nicht die gleichen Voraussetzungen, nicht die gleichen Chancen und das darf einfach nicht sein und kann auch nicht sein, dass die, die schon Milliarden Gewinne machen jedes Jahr, dass die eben sich ein Deutsch scheren drum, was sonst in dem Rest von der Welt passiert, weil die hätten eigentlich genug Geld und da muss einfach eine Initiative her, da müssen Menschen her, die das einfach auch machen und die dort Menschen eben helfen. Und das hat er vorhin auch noch gut gesagt. Ich meine, die Pandemie hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass man eben digital erschlossen ist, dass man da auch, wenn man zu Hause sein muss, trotzdem irgendwas machen kann. Und das könnte man ja, ich sag mal, ja, wäre das vor 30 Jahren, 40 Jahren passiert, dann da wärst du einfach zu Hause geblieben und das war's. Und ich denke, da wäre wahrscheinlich ziemlich alles zusammengebrochen. Und heute haben wir immerhin dank der Technologie das ein bisschen oder ja vielleicht sogar ziemlich stark auch abwenden können, dass wir hier ein größeres Problem haben. Wobei ich denke nach wie vor, dass wir das erst noch sehen werden, was die Ausmaße dieser Pandemie wirklich sind. Das sehen wir heute nicht und wird leider auch sehr stark verschwiegen, meiner Meinung nach. In the quest for connectivity, in the quest for a faster internet connection, we've sold our rights. This is going to be rebooted in Africa. Sie haben immer Solarpanel mit Batterien natürlich drin, weil in der Nacht hat man ja keine Sonne, hat keinen Strom, aber die Batterie liefert dann den Strom, hat man trotzdem eine Verbindung. Jetzt sollte dann die Installation kommen, das zum Beispiel etwas hier, sehr abgelegener Ort. Da installieren Sie die ganze Verbindung, die man da braucht. Und dieser Herr hier, den seht ihr auch immer wieder in den Videos. Also mir geht es einfach darum, dass da was gemacht wird. Natürlich sieht das wie ein Werbevideo aus, ist es natürlich auch in diesem Sinne, aber wichtig ist, dass man eben was macht, dass man eben auch dafür Werbung macht, dass vielleicht andere Leute sehen und sagen, hey, da möchte ich auch was investieren, weil die brauchen ja auch Geld, die haben das nicht einfach so, Cardano gibt da sicherlich einiges, aber ich denke trotzdem, mehr nützt dann hier auch mehr. Und genau das ist eben die Basis, die man braucht dafür, um eben nachher wirklich eine digitale Identität auch zur Verfügung stellen zu können. Man muss ja eine Verbindung haben irgendwie ins Internet. Das muss das erste Ziel sein, Strom und Internet. Schauen wir uns das mal an. Hier die Webseite kennt ihr ja jetzt schon. Das ist afrika.cardano.org. Hier könnt ihr ein bisschen nachlesen, was da alles geht, was da noch alles involviert ist. Dann schauen wir uns mal an. World Mobile, das ist hier die Webseite. Hier könnt ihr ein bisschen schauen, was sie alles machen. Das ist auch aus dem Video hier. Da stellen sie eben gerade so einen Empfänger auf, der dann eben Wi-Fi für alle, die dort wohnen in der Kommune, zur Verfügung stellen. Die meisten, wie gesagt, haben eigentlich ein Smartphone in Südafrika. Übrigens hat Afrika ja die Kreditkarten ganz übersprungen. Also diese Technologie haben sie nur in ganz wenigen Teilen gehabt und sind jetzt eigentlich, ja, ich denke, mittlerweile wahrscheinlich nur noch auf dem Smartphone. Die verwenden nur noch das Smartphone, um bezahlen zu können, um Dienstleistungen zu nutzen und eben keine Kreditkarten.
Dann haben wir auch etwas, was eine Partnerschaft Cardano eingegangen ist, eben auch Save the Children. Da geht es nicht nur um die Pandemie, da geht es eben auch um Aufklärung, wie man Kinder behandelt. Ich meine, das klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber ja, es ist halt in einigen Teilen von Afrika nicht selbstverständlich, zum Beispiel die Mutter überhaupt etwas anzufangen weiß mit dem Kind. Das klingt wirklich schräg, oder auch der Vater, wie gesagt, von dem reden wir meistens schon gar nicht. Und ja, auch die Ausbildung eben, die Bildung der Kinder ist ein riesengroßes Anliegen, auch jetzt von der Regierung, also schon länger. Und da, ja, da, das sieht man einfach das Potenzial, das fängt ja beim Kind an. Man muss nicht zu den Eltern, Bevölkerungen gehen, die bereits irgendwie im Leben stehen und die schon bereits was machen. Man muss ja beim Nachwuchs anfangen, weil der Nachwuchs ist die Zukunft und die prägen die Zukunft. Und das ist der Fortschritt, nicht wir Älteren. Das ist nicht mehr unbedingt die Zukunft. Dann haben wir hier Coti, das ist auch eine Partnerschaft. Das ist ein Payment Grid, also ein Netzwerk. Sie haben, glaube ich, sogar eine eigene Blockchain. Ich habe mir das nicht so ganz genau angeschaut, wo sie eben Payments machen können. Ihr merkt schon, wir reden da hier nicht, dass wir mit Cardano alles bezahlen. Und es geht jetzt mal in erster Linie um eine digitale Identität, die auf der Cardano-Blockchain läuft, die dort abgebildet wird. Es geht um Governance, Abstimmungen und so weiter, eben auch, wie man entsprechend das Ganze reguliert und so weiter. Das bildet man auf der Blockchain aus. Und Coti hier kann eben eine Lösung sein, wo man eben direkt über das Handy bezahlen kann, in welcher Währung auch immer. Das kann sein, dass die Regierung zum Beispiel von Äthiopien selber eine Währung herausgibt. Keine Ahnung, das ist sehr offen hier. Das ist einfach ein Bezahlnetzwerk. Also da geht es nicht darum, dass man jetzt Bitcoin oder irgend sowas verwendet, sondern ja, das ist sehr, sehr offen. Dann haben wir Emurgo, was hier eine Rolle spielt. Emurgo kennt ihr vielleicht, Yoroi, das Yoroi Wallet, das ist von Emurgo, das hat Emurgo entwickelt, spielt da eine Rolle. Dann Projekt Catalyst, was hier auch kommt, das ist eben die Abstimmung, die wir hier machen können. Das ist jetzt schon dann Fund 5 am Laufen. Fund 4 wird dann noch abgestimmt. Da könnt ihr, wenn ihr Cardano haltet, könnt ihr über euer Wallet, also Yoroi oder Dedalus, könnt ihr abstimmen für Projekte, die Geld bekommen sollen aus einem Fonds. Da sind dann Cardano drin, also ADA ist da drin in diesem Fonds. Mittlerweile, glaube ich, eine Viertelmillion oder sogar schon eine halbe Million Dollar. Und da kann jeder mitmachen, nicht nur beim Abstimmen, sondern auch wenn jemand eine Idee hat, was er zum Beispiel aufbauen möchte, was etwas mit Cardano auch zu tun hat, bekommt man dann eben Geld aus diesem Fonds, wenn die Leute dafür abstimmen und sagen, doch, finde ich eine tolle Sache, klingt gut, sieht vielversprechend aus, bringt auch den Menschen etwas, dann bekommt ihr dafür Geld. Und das gibt keine Beschränkung, da können alle mitmachen. Dann ICE Addis, also das ist ja die Hauptstadt hier, Addis Abeba von Äthiopien. Und hier ist eben im Prinzip so ein Hub, wo man eben auch über die Zukunft, Innovation, Fortschritt und so weiter eigentlich, wo man zusammenarbeitet, in Events gestaltet, alles in diesem Bereich auch. Dann, ja, das ist die offizielle Webseite hier vom Ministerium of Education, also vom Bildungswesen von Äthiopien. Da könnt ihr auch alles nachlesen. Dann, das haben wir schon gezeigt, Atala Prism, das ist eben die digitale Identität, die auf der Cardano-Blockchain gebildet wird. Die haben wir geschaut. Genau, dann sind wir hier eigentlich schon durch. Ich schaue mal noch das an, was ich noch aufgeschrieben habe. Ja, also wenn ihr das Wort DID, DID hört, das wäre dann eben die digitale Identität. Genau, wichtig zu Coti habe ich noch vergessen, genau. Die haben auch Geld bekommen aus dem Cardano, aus Catalyst, also aus dem Fonds, wo sie eben Cardano, also ADA bekommen haben, um hier eben auch ihr Projekt voranzutreiben. Genau, das habe ich hier noch aufgeschrieben. Genau, Emurgo, auch da, zum Glück habe ich mir noch Dinge aufgeschrieben, sonst hätte ich wieder ein paar wichtige Sachen vergessen, ist nicht nur natürlich der Entwickler von Yoroi, sondern da geht es vor allem auch um Supply Chain, wo sie, wenn ich mich nicht irre, in Indonesien gute Erfolge erzielen, wo sie eben wirklich vom, ich
sag mal, vom Kakaobohnenanbauer, vom Kaffeebohnenanbauer bis dann zu eigentlich dort, wo er verkauft wird, lückenlos zeigen können, wie die Supply Chain, also wie die Lieferkette, wie die ganze Kette eigentlich von der Kaffeebohne bis hin eben zum gerösteten Endprodukt, was der Kunde kauft, man nachschauen kann, ja, ist das alles fair gelaufen, wie wurde das angebaut, ist es nachhaltig, auch der Erzeuger, der Landwirt, der das macht, bekommt ein Gesicht, der ist dort drin in dieser Supply Chain, die Lieferanten, die Veredler, die Verarbeiter, die Lieferanten, alles das ist eben dabei. Und das ist wirklich auch etwas, was man eben so abbilden kann. Und das macht hier eben auch Emurgo. Und das wird man sicher auch in Afrika dann antreffen, in diesem Bereich. Genau, was wichtig ist bei dieser ganzen Supply Chain, also dieser Kette vom Erzeugnis bis zum Endprodukt, ist eben auch, dass der Betrug sehr stark erschwert wird, wenn wir das so in einer Blockchain die Daten eigentlich eingeben. Natürlich, Betrug kann man immer dort machen, wo die Daten eingegeben werden, das ist klar, weil ich meine, ein Computer, eine Blockchain, die nimmt auch das an, was man eingibt. Und das muss natürlich dann geprüft sein. Aber wenn es mal drin ist, kann man das eben nicht mehr manipulieren und auch nicht mehr ändern. Und das ist eben ein sehr, sehr großer Vorteil. Und hier vielleicht nochmals zum Abschluss, weshalb eben Blockchain, weshalb nicht irgendeine zentrale Datenbank, könnte man so alles auch lösen, Aber der Hauptgrund ist eben, wie ich schon erwähnt habe, weil wir viele verschiedene nicht kompatible Systeme haben, die überall verteilt Daten rumliegen haben. Und wenn wir die zusammen verknüpfen, ist das erstens mal ein Mammutakt. Zweitens ist man da sich meistens nicht einig über einen Standard, dass man auch vom gleichen spricht, dass die Daten dasselbe aussagen. Und dann ist natürlich der Betrug, die Manipulation viel einfacher zu machen, wenn man es zentral hat, als wenn man es eben dezentral hat. Das sind die Hauptpunkte, weshalb man eben eine Blockchain braucht. Leute, das war's dann von mir zur Cardano Afrika. Ich denke, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, was da so geht, dass das nicht irgendwie heiße Luft ist, dass das nicht eine Partnerschaft ist, die einfach nur angekündigt wird und wo man dann irgendwie ein bisschen so im Hintergrund in einer kleinen Ecke von einer großen Firma ein Namensschildchen hat, sondern dass das wirklich was Großes ist. Eben, wir reden hier in erster Linie von 5 Millionen Studenten, die mit einer digitalen ID versehen werden, wo sie die ganze Historie über ihr ganzes Leben dann drin haben, also verknüpft haben mit dieser ID, bis hin zu 100 Millionen Benutzer, die eine digitale Identität bekommen sollen, also Menschen, die wirklich dann sich ausweisen können schlussendlich. Ich denke, da ist dann noch lange nicht Ende, weil es hat viel mehr Menschen auf dieser Welt, die so auf so etwas angewiesen sind. Aber ich denke mal, als Start für dieses und nächstes Jahr ist das eine gute Sache. Und ihr habt auch gesehen, dass das wirklich schon im Gange ist, dass man da schon aktiv ist. Es gibt schon Software, Prototypen, wo man die ganzen Studentenverwaltung mit dieser digitalen ID schon ansehen kann, wo man wirklich sehen kann, ja, das gibt's, das ist schon entwickelt und das läuft eben auch gestützt von der Cardano Blockchain. Und das ist wirklich ein Use Case, wo den Menschen schlussendlich auch wirklich geholfen wird. Und deshalb ist das eben etwas, was mich auch stolz macht, muss ich sagen, dass ich mich hier ein bisschen stärker für Cardano auch einsetze und dass sich das, was ich über Cardano gelernt habe, sich auch bewahrheitet und das wirklich auch umgesetzt wird und nicht nur davon gesprochen wird. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr diskutieren möchtet über diese Themen, ich denke, es ist ein Riesenfeld, da können wir ganz viel diskutieren, über die Hintergründe, über das Technologische, über das Makroökonomische und so weiter, dann kommt doch bitte in die Community von TOBG auf Telegram oder Discord. Die Links dazu findet ihr alle in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr, über diese Themen sprechen zu können. Das gefällt mir tausendmal besser als wenn Moon und wenn Lambo und welche Krypto macht mich reich und soll ich jetzt in den Dogecoin investieren oder ist das eher gefährlich? Das ist nicht das, was mir Spaß macht. Das ist für mich auch nicht wirklich Krypto oder Blockchain. Das ist nicht das, was uns Menschen weiterbringt, sondern das, was wir hier sehen, in dieser Art. Es wird nicht nur Cardano bleiben. Das werden andere hoffentlich auch machen.
Und das machen sicher andere auch schon. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber ich denke, wenn wir so weitermachen, wenn wir so vorwärts gehen, dann sehe ich da wirklich eine ganz gute Sache. Und dafür stehe ich ein, dafür bin ich da und das ist das, was mich wirklich freut. Nebst dem natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, das ist natürlich trotzdem gut, da sage ich nicht nein, ich bin ja auch kein Heiliger in diesem Sinne. Aber wie gesagt, das ist Erfüllung für mich. Das ist das, was uns Menschen schlussendlich zusammenbringt, was uns weiterbringt, was die Welt besser macht. Und um das geht es schlussendlich. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht es gut, wir sehen, hören, lesen und schreiben uns. Bis dann und tschüss.